Willkommen in Kathis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, sagen wir doch nochmal frohes neues Jahr an dieser Stelle. Falls ihr das erste Video im neuen Jahr verpasst haben solltet, schaut dann unbedingt noch mit rein. Da zeige ich euch noch meine Jahresfavoriten vom vergangenen Jahr. Und im heutigen Video wollen wir jetzt mal den Blick nach vorne wenden, ins neue Jahr. Und ihr habt schon gesehen, neues Jahr, neuer Duft. Und bevor ich euch verrate, was genau dahinter steckt, an dieser Stelle wie immer meine kleine Bitte an euch. Ich freue mich riesig, wenn ihr Bock habt, mir ein Abo dazulassen. Für euch ist das Ganze kostenlos und mich unterstützt ihr damit sehr. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr, was es so an Gewinnspielen und spannenden Aktionen bei mir gibt. Ja, neues Jahr, neuer Duft heißt das heutige Video. Und zwar könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, um was es dann geht. Ich habe mal wieder eine schöne Duftneuheit, die ich euch vorstellen möchte. Vielmehr drei Duftneuheiten. Und zwar hat der Lieblingskrieche Corris wieder was sozusagen präsentiert, ausgeheckt. Ich habe die jetzt schon eine Weile da, die Düfte, um die es geht. Die habe ich euch im Thumbnail schon kurz gezeigt. Ich zeige nochmal ganz schön hier diese wahnsinnig schöne Präsentation in diesem Coffret. Und zwar hat Corris ja schon einige Düfte. Ich habe euch auch schon einiges vorgestellt. Und jetzt sind vier neue Düfte rausgekommen. Drei Stück habe ich da, die möchte ich euch ein bisschen genauer vorstellen. Und ja, genau, dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar gibt es einmal einen Herrenduft, diesen Oceanic Amber heißt der. Dann gibt es Apothecary Wild Rose und noch Midnight Dahlia. Ich dachte mir, vielleicht gab es an Weihnachten für den einen oder anderen von euch so einen Parfümerie-Gutschein. Und ich dachte, ich habe mal ein bisschen Inspiration duftmäßig für euch, was es da so an schönen neuen Düften gibt. Und in diesem Fall eben von Corris. So, dann starten wir mal mit dem Herrenduft. Weil der auch so wahnsinnig besonders ist. Oceanic Amber heißt der, so wie eigentlich alle Corris Herrenduft, egal. Da ist die Kopfnote ist Amber, dann im Herz habt ihr Pfefferminz und in der Basis Kardamom. Und das ist einfach, das ist einfach so ein toller, relativ warmer Herrenduft, finde ich auch. Das ist so ein einer, der dich so umarmt. Also ich finde den wahnsinnig sinnlich. Ja, also der ist einfach wirklich richtig toll. Und was sagen die denn da? Also sie wollen so ein bisschen Oceanic Amber, ne, versteht man schon ein bisschen, so diese Kombi aus Holz und Meer, also so Holz und salzigen Noten. Und ja, also es ist irgendwie so, ich bin ja eh so ein Fan von so Meerdüften oder Ozeanen oder aquatischen Nuancen. Wobei ich finde, der hat eben halt einerseits dieses Aquatische oder dieses Ozean, diesen Ozeanduft fängt er ein. Und dann hat er eben so wirklich so dieses, ach, da möchte ich mich, das klingt jetzt so kitschig, sorry, aber das ist so ein Duft, wenn ich den rieche, denke ich, oh, wenn den mein Mann trägt, dann freue ich mich, wenn ich mich bei ihm so rankuscheln kann. Also, ne, so umarmend. Also, ja. Ja, okay, ihr wisst vielleicht, was ich meine, so dieses Gefühl, ne? Wenn das so ein Herrenduft so hat, dieses, oh, wenn er gleich so kuscheln möchte. Na, okay, gut. Ja, also, wenn ihr da für euren Liebsten oder es ist aber tatsächlich auch ein Duft, auch den auch Frauen tragen können. Also, als meine Mutter da mal dran geschnuppert hat, hat sie gleich mal, oh, der ist ja toll. Ja, so. Also, wie gesagt, toll, wenn den Herren tragen, ist aber für mich, so wie eigentlich fast alle Corris-Düfte, auch unisex-tauglich. Ja? Das sind so, diese Eau de Toilette, die sind einfach so konzipiert, finde ich, für mein Empfinden. Klar, gibt es schon, die Frauendüfte sind schon stärker feminin, aber die Herrendüfte sind ganz oft so unisex. Habe ich so das, für mich empfinde ich das so, ja. Und was sagen die noch so, ist ganz hübsch hier formuliert. Amber und das Meer verschmilzen zu einer Fusion aus Holz, Süß- und Salzwasser. Die Essenz des tiefen Ozeans. Ah ja, die von starken, harzigen Bäumen umgeben ist, ja. Also es hat irgendwie was. Und dann Kardamom ist ja noch drin, wie gesagt. Das ist halt auch so ein, eins der kostbarsten Gewürze ja auch im Altertum schon. Und die Pfefferminze, ach so, das wusste ich jetzt gar nicht, dass da auch eine griechische Nymphe, die Sage einer griechischen Nymphe dahinter steckt, die griechische Nymphe Minte, die in Pfefferminz verwandelt wurde. Ja, okay.
Und Pfefferminze ist ja bekannt eben für erfrischend oder revitalisierend. Also wirklich ein Duft, ein toller, toller Herrenduft. So, jetzt kommen wir aber auch zu den Damendüften. Und neues Jahr, neuer Duft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr drauf kommt, welchen der beiden Damendüfte, die ich euch noch vorstellen werde, ich für mich als meinen neuen Duft 2021 auserkoren habe. Und zwar einmal ist die Wahl hier quasi zwischen Apothecary Wild Rose und Midnight Dahlia. Und ich lese euch mal die Nuancen vor. Also hier in der wilden Rose ist Fresie, Litchi, Aprikose, wilde Rose, Lily of the Valley, Amber und Cedarwood ist da drin. Und hier habt ihr in der Midnight Dahlia Litchi, Dahlia, Bergamot, Peony, also Pfingstrose, Cedarwood, Raspberry, Patchouli, und so Gourmand-Noten sind dann quasi in der Basis, ja. Und im Herz habt ihr hier Pfingstrose. Top-Note ist also Litchi, Herz, Pfingstrose und Basis Patchouli. Und hier würde ich sagen, ist schon ganz klar ein Rosenduft, wenn man da dran schnuppert, ja. Und das war jetzt der Rosenduft. Mal kurz. Ja, also es ist mir gar nicht so leicht gefallen, da so einen Favoriten, also sie sind beide toll, die werde ich beide gerne tragen. Aber lustigerweise, ich dachte ja, natürlich gefällt mir dieser Apothecary Wild Rose, einfach weil da die Noten, die da drin sind, ja, so im ersten Moment eigentlich tendenziell eher das sind, was mir oder was ich halt gerne mag, ne? Also Fräsie liebe ich, Wildrose, Maiglöckchen, ist einfach so schön, ja. Aber, und ich war ganz erstaunt von mir, komischerweise ist bei mir der Midnight Dahlia hängen geblieben, ja. Der ist einfach, der hat irgendwie so, der hat sowas Außergewöhnliches. Es ist natürlich auch ein winterlicherer Duft, ja, vielleicht auch deswegen. Also ich glaube, die Rose kann man auch gut im Frühjahr dann wieder auch tragen, und auch den Sommer durch. Aber diese Midnight Dahlia, das ist einfach, das ist so herrlich. Und da ist noch mal drin, genau, Litchi, Pfingstrose, Patchouli. Und Patchouli ist eigentlich sonst nicht so meins, muss ich euch ehrlich sagen. Aber das ist so, ach, oh, das hat irgendwie, das kriegt mich richtig. Ich weiß gar nicht, ob es die Pfingstrose ist, was da so wahnsinnig gut, also die Kombi ist einfach so toll. Pfingstrose und Himbeere, ja. Und das ist so ein frisch fruchtig, die sagen, opulente Komposition aus Duftnuancen, und Zeichen. Okay, auch interessant. Also die, ne, man hat quasi diese duftende Himbeere, die drin ist. Man hat die romantische Pfingstrose, auch sehr hübsch geschrieben, ja. Und ja, also irgendwie hat mich der total gekriegt, ja. Und wahrscheinlich ist es diese Kombi aus Himbeere und Pfingstrose, was diesen Duft so besonders macht. Hat man nicht so oft, ja. Oh, das ist einfach so ein toller Duft. Aber noch ganz kurz zur Apothekenrose, wollte ich schon sagen, zurück. Das ist auch ein ganz, ganz feiner Duft. Das ist halt, der ist so ein bisschen, ich finde den Dahlia noch ein bisschen frecher, witziger. Und das ist halt so ein ganz klassisch, sehr eleganter, sehr, sehr schöner Rosenduft. Auch so ein bisschen gediegener, so ein bisschen erwachsener vielleicht, sehr sophisticated auch. Und also da dachte ich eben, weil ich habe dann gelesen, bevor ich dran geschnuppert habe, das mache ich irgendwie immer. Ich lese immer dann erst noch mal die Infos zu den Düften, um dann auch mich darauf einzustimmen. Und ich dachte halt eigentlich, oh, Fräsi liebe ich ja über alles, ja. Und auch Maiglöckchen liebe ich total. Und dann dachte ich, ach, bestimmt ist der mein Duft. Aber nein, diese Midnight Dahlia, Leute, das ist auch wieder so ein, oh, da könnte ich mich so. Der macht einfach so richtig gute Laune. Da kann ich mich so richtig reinsaugen in den Duft. Und da ist nichts. Kennt ihr das? Es gibt manchmal so Düfte, die man total gerne mag und wo dann aber vielleicht so ein ganz leichter Unterton ist, den man nicht mag, sondern der, wo es dann nicht ganz hundertprozentig perfekt riecht. Und das ist ein Duft, der riecht 100% perfekt. Für mein Näschen, ja. Ist ja immer eine sehr individuelle Sache. Aber wenn ihr eben so feminine, außergewöhnliche,
satte Düfte mögt, dann mögt ihr den auf alle Fälle auch. Ich überlege gerade, ob mir sowas einfällt, was so ein bisschen in die Richtung geht. Also so ein bisschen von der Art her, von der Komposition her, ganz bisschen erinnert es mich so an die Juicy Couture Düfte. Ja, Juicy Couture mag ich auch wahnsinnig gerne. Und so ein bisschen in die Richtung. Der ist noch mal was ganz Eigenes, aber so die Art der Komposition erinnert mich daran so ein bisschen. Oh, herrlich. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Duftinspiration bekommen, auch so ein bisschen fürs neue Jahr. Neuer Duft, neue Atmosphäre. Es hat ja dann auch so im Jahreswechsel immer so dieses Geistervertreiben, die bösen Geister vertreiben. Wir sprühen uns einfach eine positive Aura, wir sprühen uns gute Laune. Und ja, vielleicht ist ja einer von den Düften auch was für euch. Schaut ihr euch mal an. Könnt auf chorus.de, könnt ihr euch, also auf der Chorus-Website könnt ihr die bekommen. Aber die findet ihr auch eigentlich in allen Parfümerien. Douglas hat die auch und also ganz viele Parfümerien haben die auch. Und ja, also den könnt ihr euch blind online bestellen. Der ist so, so toll. Garantiere ich euch, dass der euch gefällt. Der ist einfach wirklich Midnight Dahlia. Mein Duft zum Start für 2021. Also wirklich hochbegeistert bin ich von diesen drei Schätzchen. Ja, schreibt mir doch mal, ob ihr eben, wie gesagt, also bei mir ist es oft auch so ein Ritual fürs neue Jahr. Brauche ich dann immer irgendwie so einen statischen, eine neue Creme oder einen neuen Duft, irgendwie, keine Ahnung. Das ist halt so ein bisschen komisch eigentlich. Aber ja, auf alle Fälle schreibt mir mal, ob ihr auch fürs neue Jahr euch schon einen neuen Duft zugelegt habt oder ob ihr weiteren euren alten Düften treu bleibt oder ob ihr vielleicht zu Weihnachten oder Silvester einen schönen neuen Duft bekommen habt. Das würde mich mal sehr interessieren. Und ja, dann hoffe ich, konnte ich euch ein bisschen mit diesen netten Duftgeschichtchen inspirieren. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen wie immer und bis ganz bald hier auf Kathis Kosmos. Tschüss!